Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Freitag der 13. Ich weiß gar nicht, warum ich es immer noch in jedem Part wie auswendig gelernt sage. Keine Ahnung, ihr seht es ja eigentlich. Und ja, momentan schläft Freitag bei mir ein bisschen ein. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist. Klar, ich weiß, viele von euch wollen das gerne öfter sehen. Und ich würde es auch gerne viel öfter aufnehmen. Momentan feiere ich Fortnite so extrem hart, dass ich immer anfange mit Fortnite. Und wenn ich dann anfange zu schneiden und so ein Kram, eventuell immer nicht immer Zeit ist für Freitag. Das ist immer das Problem. Wir werden schauen. Ich versuche es natürlich so regelmäßig wie möglich zu bringen. Ganz aufhören werde ich damit auch nicht. Also da braucht ihr keine Sorgen haben. Ich werde nicht sagen, wir pausieren das jetzt irgendwie oder irgendwas. Kann sein, dass vielleicht mal ein Tag nichts kommt, dafür am nächsten Tag aber wieder auf jeden Fall was. Also es wird nicht so sein, dass es mal nicht irgendwie 3-4 Tage gar nichts kommt. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Dann wohl eher mal ein Tag nichts oder so, aber da braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen zu machen. So, Fortnite ist momentan einfach nur wahnsinnig... Ich weiß nicht, es hat Suchtpotenzial. Es hat wahnsinnig großes Suchtpotenzial. Noch viel mehr als Freitag am Anfang schon hatte. Und Freitag habe ich schon echt extremst gerne gespielt. Mache ich auch immer noch extremst gerne. Lol. Lol. Das gibt's doch nicht. Wenn ich als erster gestorben bin, warten wir. Vielleicht komme ich noch als Tommy Jarvis wieder. Man kann halt auch nicht mehr gucken, wie viele noch leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich war der Erste. Ist natürlich auch richtig geil. Nummer 2. Das ging flott. Ja, lecker. Lecker. Ah, Cracker und Heilspray. Okay, kann man mal machen. Kann man mal machen. Okay, Leute, ich habe in den Kommentaren geguckt. Ihr wart eigentlich eher dafür, dass wir die Parts denn abbrechen. Bei Fortnite nur abbrechen, wenn alle Teamkameraden tot sind. Okay, leuchtet mir ein, macht auch Sinn, dem Teamkameraden noch zuzugucken. Ich wollte halt so viel wie möglich letztes Mal die Chance geben, mitzuzocken, aber nächstes Mal gucken wir halt eben weiter zu. Finde ich auch okay, kann ich nochmal 2 Sekunden entspannen. Und hier ist das alles aber ein bisschen anstrengender. Bei Frage 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lol, er hat schon den dritten gekriegt, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Das ist natürlich auch richtig... Jetzt hat er den nächsten. Er ist ja nicht doof. Er hat die Falle ja gehört. Lol, die hat aber... Die kann aber ganz schön schnell einbauen. Hä, wo ist der Typ hin? Warum ist Jason Voorhees nicht hier? Wo bleibst du, mein Freund? Ich dachte, das wird eine schnelle Runde. WTF, was ist los mit dir? Kleiner Klabautermann. Was tust du? Oh, fuck. Was tust du? Oh, God, I can't look. Oh, fuck. Who is that? Oh, my God, I can't look. I can't look. Auch richtig gut. Ja, die Folgen von gestern, ich habe es echt nicht mehr geschafft, die morgens noch hochzuladen und zu bearbeiten und alles. Deswegen sorry, dass die erst spät kamen. Sehr spät. Aber ich hoffe, dass es trotzdem euch noch irgendwie den Abend unterhalten hat. Falls nicht, könnt ihr es ja heute gucken. Okay, Jason ist bei ihr. Wie gesagt, ich finde es sehr schade. Man kann halt eben wirklich einfach nichts mehr gucken. Man kann weder auf die Karte gucken, noch wie viele leben, noch kann man irgendwie was anderes machen. Ich könnte das hier ein- und ausblenden, aber das war's dann auch. Da hört der Spaß dann auch schon wieder auf. Und Jason haut sich natürlich sehr, sehr... Oh. Da steht nochmal Benzin. Hey, Benzin. Eieieiei. Ja, komm, Jason, mach's nicht so spannend. Ah, lol. Ah, ist das... Ah, okay, hat einen Heilspray. Ich wollte gerade sagen, das ist fies jetzt. Das ist fies jetzt. Irgendwie abhauen. Und in die Falle. Okay, das hätte ich jetzt von Jason nicht erwartet. Aber ich habe die Falle ehrlich gesagt selbst nicht mal gesehen.
Rausgesprungen wäre ich jetzt auch nicht unbedingt, aber das macht ja jeder bekanntlich, wie er mag. Ja, Pocket Knife. Oder? Nee, so entkommen, krass. Und WTF, was war das? Hat er den gerade gegen Baum geschossen oder war das ein Grafikanzeigefehler, dass er ihn getroffen hat? Weil er im Prinzip einfach nur von ihm weggeschossen. So, Jason, kommst du? Was auf. Hä? Irgendwo wird er jetzt ja wohl sein. Ich würde es halt nicht machen, aber er hat wahrscheinlich noch ein zweites Heilspray. Ja, genau. Oder kannst du es zweimal benutzen. Die Angstanzeige ist echt schon fies. Da vorne ist er. Ja, nimm mal das Brett. Das bringt richtig viel. Bretter sind gut. Na komm, auf den Baum stumpen. What? Was ist das? Sie macht das C. So Leute, sorry, gerade mal wieder natürlich ein Anruf reingekommen, wie so oft. Es leben aber immer noch die drei Leute. Und er hat sie jetzt fast gekriegt. Jetzt bin ich auch völlig aus dem Konzept. Ist ja klar. Nicht, dass ich vergesse, den Anruf auszuschneiden. Oh, Jason ist schon da. Okay. Jason ist auf jeden Fall schon am Start. Das ist schon mal richtig gut. Ah, lol. Man sieht das nicht mal, weil ich im Weg bin. Also ich werde die Cam wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter nach links verschieben nachher und vielleicht ein bisschen kleiner machen, weil das nervt ja doch extremst irgendwie. Also ich weiß bei Freitag absolut nicht, wo ich die Cam hinpacken soll. Ich werde sie, glaube ich, in Zukunft wieder nach links in die Ecke packen, weil ich mag es in der Mitte irgendwie doch nicht. Es ist zwar cool, es verdeckt dann im Prinzip nichts, so wie jetzt. Es verdeckt rein theoretisch nichts, aber... Lol, Handy auf laut. Es ist heute irgendwie, heute ist der Wurm drin. Heute ist der Wurm drin. So, was gibt's hier noch? Da passieren erstmal Crackers. Die passieren, ja. Und er hat keinen Pocket, er hat kein Knife mehr zum Werfen für sie. Das ist natürlich Pech. Es will auch nicht aufhören. Aber ist egal, ihr werdet es überleben, Leute. Und ich glaube, ich auch. Hoffentlich. Na komm. Jason denkt sich auch, wer ist der Erste? Wahrscheinlich sie hier im Sportanzug. An ihrer Stelle würde ich mich ja opfern. Okay, er ist ihr hinterher. Die Horde wieder einsammeln. Wisst ihr was? Ich mach mal ganz kurz die Cam beiseite. Das nervt mich gerade tierisch. So. Und da bleibt die Cam jetzt auch, weil... Ja, da bleibt sie. Komm Leute, das ist einfach viel, viel angenehmer, auch zum Zugucken. Ich meine, das stört doch wahnsinnig im Bild, wenn das Ding so in der Mitte hängt. Egal. So, konzentrieren wir uns immer auf Jason. Ich meine, okay, sieht mein Inventar zwar nicht, aber das ist ja eigentlich auch halb so wichtig, oder? Ich glaube ja, ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ansonsten packe ich es vielleicht zwischen die Mitte und links, so auf dem ersten Drittel. Wir werden es gleich sehen, Leute. Wir werden es gleich sehen. Hat er da schon jemanden? Ah, lol, ich habe es nicht gesehen. Ist ja klar. Er wird wahrscheinlich aber ihr zuerst hinterherlaufen, weil sie ins Auto will. Oh, ist das belastend, wenn du so langsam schleichst. Aber er hat es geschafft. Zack. It actually worked. Ja. Fragt sich nur, wie lange. Ey, hol sie da raus. Ja, geht doch. Ah, die andere versteckt sich schön feige in der Butze. Oh. Gitti git. Lol, mach nochmal einen Spagat. Auf die Bärenfalle. Au. Au, Gott sei Dank war sie nicht aufgeklappt. Das wird wehtun, das wird wehtun.
Na komm, die letzte geht auch noch. Das waren jetzt 10 Minuten. Mein Gott. Gut, dann bin ich erst halt gestorben, sehr schnell. Und Tommy Jarvis wurde anscheinend nicht gerufen. So what? So viel Pech kann man nicht haben. Jason ist drin. Oh lol, sogar im Zimmer. Das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Oha, heftig. Okay. Also ich glaube, Jason hat sie. Das überlebt sie nicht. Das macht sie nicht lange. Nope. Ich schätze, sagen wir bei 8 Minuten glatt hatte sie spätestens. Bei glatt 8 Minuten. Sobald er sie greift, drücke ich nochmal Dreieck und dann gucken wir. Also ich gebe ihr quasi noch 35 Sekunden. Das war ziemlich gut geraten oder abgeschätzt. Na, wie viel Ausdauer hast du noch, Mäuschen? So viel kann es ja nicht mehr sein. Jason, lauf einfach... Ja, okay, das wird wohl doch nichts. Ich hätte sonst gesagt, Jason, lauf einfach hinterher. Sie regeneriert doch die Ausdauer, in der sie steht. Lol. Er hätte sie gepackt. Hätte er sie einfach gegriffen, hätte ich recht gehabt. Hätte er sie einfach mal gegriffen, hätte ich recht gehabt in meinen 8 Minuten. Oh Mann, lol, ey. Komm, Leute. Er denkt sich jetzt bestimmt auch, mach so lange, bis du keine Ausdauer mehr hast und dann kriege ich dich. Es ist nicht sein Ernst. Es ist nicht sein Ernst. Okay, der Jason lässt sich aber ganz schön mit sich spielen. Ah, jetzt hat er sie. Fast eine ganze Minute länger überlebt, als ich gesagt habe. Ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung. Ach komm, mach sie doch einfach fertig. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Ah, jetzt hat er sich wieder. Sehr gut. Was für ein Kill willst du denn haben? Sag mal. Wo schleppst du die Alte denn hin? Ja, das ist eigentlich nur so der letzte Überlebenswille da. Das ist, eigentlich sollte das definitiv weg sein. Hä? Was hat er denn vor? Sag mal, kennt ihr den Kill? Falls man jetzt gleich nicht sieht, was er vorhat und ihr wisst, was man da am Zaun machen kann, dann schreibt es mir nochmal bitte in die Kommentare. Ich kann mir nicht vorstellen, was man da machen kann. Ja, ich glaube, jetzt killt er sie einfach. Ist ein bisschen sehr weit weg. Oder schleppt er sie jetzt einfach noch so ein paar Kilometer rum oder was? Oh, komm schon. Jetzt wieder zum Baumstumpf, da zum C. Ja Leute, schreibt mir mal in die Kommentare mit Hashtag Stream, wann ihr meint, der nächste Stream am besten passt. Freitag oder Samstag. Heute ist ja Donnerstag, also quasi wenn ihr das Video seht, Freitag. Also heute oder morgen machen wir nochmal einen schönen Stream. Oh. Au. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in Runde 2. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal, wann euch der Stream am besten passen würde. Freitag oder Samstag. Bis gleich. So, nach 10 Versuchen geschätzt, natürlich übertrieben, 2 oder 3, endlich mal wieder eine Runde funktioniert. Das ist echt ätzend momentan. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt es mal in die Kommentare. Fliegt ihr auch so oft raus wie ich? Nach jeder Runde grundsätzlich. Also, wenn man dann nochmal eine Runde starten möchte mit den gleichen Leuten... No way, geht nicht. Man wird sofort rausgeschmissen. Ich habe übrigens Cracker in der... Ey, das gibt es doch nicht. Boah.
So, sieh zu, dass du mich rauslässt. Ich lauf mal ganz kurz zu dem Dude. Hahaha, lol. Na, Gott sei Dank hat er mich reingelassen. Ich habe zwar noch Cracker. Die habe ich auch gerade eben völlig vergessen zu benutzen. Und tatsächlich, der letzte Jason hat eine andere Mucke. Ich bilde es mir doch nicht ein. Und nein, mir hat es keiner in die Kommentare geschrieben. Oder habe ich das in der Folge gefragt, die fehlerhaft war, die nicht aufgenommen wurde. Beziehungsweise schon, aber wo die Datei fehlerhaft war. Fuse will ich. Ach, sag mal du. Ist mir halt egal, ich werde switchen mich trotzdem hier in diese Richtung jetzt. Weil der Typ ist einfach mal... Fuck! Hinter mir! Shit, ich dachte, der ist hinter der Alten her. Was? Oh, da sind mehrere Leute. Da sind noch mehr Leute. Das ist mal ganz gut. Mit als Truppe kann man auf jeden Fall besser von Jason wegkommen. Ah. Puh. Lol. Ah, Gott sei Dank konnte ich... Ja, ich weiß. So, komm, weg, 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 weg. Ich habe ihn getroffen. Los, jetzt sieh zu, dass du wegkommst. Ich habe meine wertvollen Cracker für dich verworfen. Ah, mal gucken, ob wir irgendwie was anderes Nützliches finden. Oben, hoffentlich. Ah, auch nur so eine blöde Machete. Shit. Shit, shit, shit. Ich fühle mich gerade massiv... Massiv in meinem freien Willen, meiner freien Bewegung eingeschränkt. Ah, fuck, ey. Ich will mich auf L1 die ganze Zeit hinhocken. Wie bei Fortnite. Also ich höre jemanden die Schubladen öffnen, das wird dann wohl auf jeden Fall nicht Jason sein. Eieieiei, das ist auch witzig, zwischen meinem Stuhl so, so, links und rechts die Pfeile. Wenn du jetzt nach links drückst, bewege ich mich nach links. Oder nach rechts. Okay, ich habe auf jeden Fall die Fuse, Leute. So, was kann ich damit anfangen? Das Telefon ist öfter mal hier. Ist es jetzt aber nicht, da es die kleine Version ist. Warte mal. Da ist das Auto, da ist ein Auto. Also wird das wahrscheinlich im Süden sein. Also die Mucke ist an sich von dem Jason echt gut. An sich ist die Mucke echt gut, also jetzt ohne Witz. Gefällt mir sehr, sehr geil, vom Retro-Jason genauso. Ich laufe mal jetzt in den Süden und gucke mal, ob ich da irgendwo die Fuse einbauen kann, weil anders... Mein Gott, ich werde wahrscheinlich keine Sachen mehr finden, so wie Pocket Knives oder so ein Kram. Von daher... einen hat er schon. Von daher passt das mir eigentlich ganz gut, dass ich hier in den Süden laufe und mal ein bisschen Abstand gewinne von dem Trubel da. Und schauen wir mal, was hier so geht. Ich schleiche mal ganz kurz, einfach noch ein bisschen Ausdauer zu gewinnen. Eieieiei, was gibt's hier Feines? Nix. Oh, mein Bild ist schwarz. Oh, wieder da. Okay. Ich habe die ganze Zeit gerade jetzt noch fix auf OBS geschaut, aber in OBS lief das alles wunderbar durch. Also, ihr werdet keinen schwarzen Bildschirm sehen. So, wait a minute. Warte, 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 warte. Hier um die Ecke ist auch nichts. Shit. Ja, außer Jason. Da ist nichts außer Jason.
mal, laufen wir mal ganz kurz hier ums Eck. Hier wird aber keine Fuse anzubauen sein, wenn dann wirklich an dem Haus. Nee, aber auch da nicht, weil da ist ein normaler Stromkasten. Wenn ein normaler Stromkasten dran ist, ist da kein Telefonkasten dran. Hab ich zumindest so für mich festgestellt. So, vielleicht finde ich dann... Ja, dann werden sie wohl oben im Norden irgendwo sein. Ja, ich hoffe, ich finde diesen blöden Stromkasten. Das ist ja richtig nervig. Okay, Jason ist beim Auto. Das verschafft mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, hier Cops zu rufen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Pass auf, ich laufe jetzt mal hier die Häuser ab. Ich muss eigentlich nur... Ach, so ein Dreck. Hier ist auch ein Stromkasten. Das heißt, höchstwahrscheinlich die Auto... die Dingens im Norden, die Hütten. Lol. Er hat mich einfach links stehen lassen und ich wette, der hat mich gesehen. Ich wette, der hat mich gesehen. Also könnte ich fast drauf schwören. Gucken, ob hier ein Telefon hängt. Nee, jetzt auf die Schnelle nichts gesehen. Aber hier irgendwo muss auf jeden Fall jetzt dieses komische Ding hängen. Anders geht das gar nicht. Anders kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wo das denn noch sein soll. What? Lol. The fuck? Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Scheiße. Ja, okay, komm. Das war mal wieder eine richtig, richtig, richtig schlechte Runde. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auch richtig gut. So, pass auf, wir haben 1, 2, 2. Nice, okay. War ich doch gar nicht so schlecht. Ich dachte, ich wäre einer der ersten gewesen. Aber es sind tatsächlich nur die beiden. Warum gibt es Tommy Jarvis eigentlich nicht mit Badeklamotten? Das wäre doch auch ziemlich lustig. Mann. Also ich glaube, Tommy Jarvis kann auf jeden Fall knicken. Den holt er sich erstmal noch nicht. Er holt sich erstmal Madame hier. Ah, ich wollte gerade sagen, er hat bestimmt Stalk an oder sie hat ihn tatsächlich abgehängt. Pocket Knife, krass. Eieieiei, ist das knapp jetzt hier. Und sie läuft wahrscheinlich direkt zu, jawohl, Tommy Jarvis. Richtig klug. Also für sie ja, für sie auf jeden Fall, für Tommy nicht so. Weil sie hat Jason quasi direkt zu ihm gebracht. Eieiei, das ist spannend. Das ist spannend. Eieieiei. Ah, okay, er ist schon da, er ist schon da. Und er hat das gehört. Der hat gehört, dass man die Falle aufgespannt hat. Wenn nicht, wäre das auf jeden Fall ziemlich bitter. Ich will sehen, ob er reinläuft. Er sieht doch die Falle, Tommy. Ah. Und jetzt einer von euch, komm. Sie muss reinlaufen, lauf rein. Komm, lauf in deine eigene Falle. Ah, shit, das ist ja so witzig. Mann. Okay, aber die halten ganz gut durch. Jetzt ist er im Rage. Die Hälfte der Zeit ist um. 10 Minuten hat er noch für zwei Leute. Wow, das war knapp. 10 Minuten hat er noch für zwei Leute. Wie kann man nur die Tür öffnen? WTF, dann geht doch das Fenster daneben. Und die haben Jason tatsächlich komplett abgehängt. Okay. Kann man mal machen.
There, got it. Ja. Was war das? E-Mails. Ich verabscheue E-Mails. Ah ja, ja, okay, aber die Runde ist echt, echt interessant gerade. Oh, oh, wow, wow, wieder direkt zu Tommy geführt, den Jason. Und er will erst sich Tommy holen, klar. Tommy hat wesentlich mehr Ausdauer, ist wesentlich schwieriger zu kriegen. Ah, shit, ich hab nichts gesagt. Und mach einfach irgendeinen Kill. Ja, sehr gut. Tschüss, Tommy. Da ist die Phonebox am Bootshaus. Naja, okay. Alter, wie viele Pocket Knives hat die Alte eigentlich noch dabei? Drei Stück? Habe ich das richtig mitgezählt? Drei Pocket Knives? Krass. Das sollte es aber auch gewesen sein. Also jetzt in 8 Minuten knapp. Ich sehe da minimale Chancen. Wenn gar keine sogar. Bis gar keine. Lol. Das ist auf jeden Fall gutes Timing. Das war auf jeden Fall extrem gutes Timing. Wow, und der Typ ist verdammt gut im Porten. Und sie ist aber auch verdammt gut im sich durch Häuser schlängeln und weglaufen. Aber ich glaube, der Typ... Ja, dürfte sie trotzdem kriegen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Eine Minute hat er jetzt länger überlebt. Aber lange... wird sie es nicht mehr machen. Schon gar nicht, wenn sie sich die ganze Zeit selbst verletzt. Ah, ich würde doch nicht rausspringen. Das dauert zu lange. Das Aufstehen dauert zu lange. Ich muss nochmal die Zeit stoppen, ob raussteigen oder rausspringen tatsächlich schneller geht. Ich glaube, du bist zwar schneller draußen, also aus dem Fenster raus, nicht mehr greifbar für Jason. Aber das Aufstehen holt die Zeit wahrscheinlich wieder ein. Also das ist im Prinzip, dauert wahrscheinlich nicht länger oder geht nicht schneller. Du bist einfach nur schneller aus dem Haus, also beziehungsweise nicht mehr greifbar für Jason. Ja, das war's. Okay, Leute. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Wenn euch der Part gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Checkt doch auch mal Fortnite aus, finde ich auch richtig, richtig nice momentan. Also das sind die beiden Spiele, die ich extrem hart feiere. Ich würde mich trotzdem über ein Abo freuen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, Freunde, und tschüss.